Gesunde Ernährung, das A und O auch bei den Hansa-Profis. Wohl auch einer der Gründe, warum sich in der letzten Saison eine sogenannte Koch-Kombo gebildet hat. Leider wird sie in dieser Saison nicht mehr fortgeführt werden können. Uns liegt natürlich aber trotzdem am Wohlbefinden der Mannschaft. Deswegen haben wir uns Tobias Jenige geschnappt, um ihm mal eine Art Weiterbildung zu geben. Er war der Liebling der Massen. Das sagte einst Juri Schlünz über Rainer Jaros. Jaros, der erfolgreichste Torschütze des FC Hansa Rostock. Niemand traf öfter für die Kogge. Kein Wunder, dass die Zuschauer der Ostseekicker ihm früher leidenschaftlich zujubelten. Ich habe auf der Straße viel Fußball gespielt, mit meinem Vater viel Fußball gespielt. Und irgendwann wollte ich dann im Verein spielen und habe gesagt, ich möchte, ob gleich wenn, dann möchte ich gleich zu Empor damals, war es noch Empor. Dann habe ich meine Mutter zum Training gebracht und da war mein erster Trainer Horst Brettschneider, der lebt heute noch, der ist über 80, in Warnemünde wohnt er. Und ja, und der hat mir eigentlich das Fußballspielen dann richtig beigebracht, also so, wann man abspielt und wann man dribbelt und so ein bisschen ein paar Grunddinge gelehrt. Mit gerade mal 8 Jahren war es dann soweit. Seine Eltern melden 1965, im Gründungsjahr des FC Hansa, den jungen Jaros im Verein an. Das Debüt bei den Männern dann in der Saison 1975-76. Erstmals musste die Kogge damals den Gang in die untere DDR-Liga antreten. Für den gerade mal 18-Jährigen bot sich daraus eine große Chance. Nach dem Weggang einiger Spieler musste man zwangsläufig auf den Nachwuchs setzen. Ich habe in meinem ersten Spiel gleich, was weiß ich, hier 3 Tore geschossen oder sogar einen Elfmeter geschossen. Also ich war hier gleich Stammspieler mit 18 oder so, ne? Weil einfach kein anderer da war. Das muss man auch sagen. Ne? Insofern war das von Vorteil. Ja. Ich habe ja nie so einen Konkurrenzkampf gespielt wie andere heute. Also selbst wenn ich schlecht war, dann habe ich immer noch gespielt. Ab dort folgten Tore und immer wieder Tore. Und über die Jahre entwickelt sich Jaros auch zum Führungsspieler. Gespielt hat er im Hansa-Trikot auch neben vielen Legenden der Kogge. Ob Gerd Kiesche, Juri Schlünz oder mit Thomas Doll, um nur einige zu nennen. 1989 soll dann eigentlich Schluss sein. Für den 32-Jährigen scheint die Zeit bei Hansa abgelaufen zu sein, doch es kommt zum unerwarteten Comeback. Und da habe ich schon gearbeitet beim Radio, beim Sender Rostock und dann hatten sie eine Reise nach Dänemark in der Vorbereitungszeit. Und Axel Kruse, der schon vorher immer nicht mit in den Westen fahren durfte, der durfte das erste Mal fahren und ist beim ersten Mal gleich abgehauen. Und nun hatte Hansa keine Stürmer und dann haben sie mich gefragt, ob ich wieder anfangen will. Noch alles eine Jahr, der Trainer wollte das nicht so richtig, aber der Vereinschef, Herr Pischke, der wollte das. Und da habe ich noch gespielt und habe ich noch am meisten Tore geschossen in meiner letzten Saison, für Hansa jedenfalls. Und dann war es ein guter Abgang. Kniehoch steht das Wasser im Rostocker Stadtteil Evershagen. Dort sind tiefer liegende Garagen samt abgestellter Pkw voll Wasser gelaufen. Das zweite Mal innerhalb einer Woche solche starken Regenfälle. Wir sind verzweifelt, sagte eine Frau unter Tränen. Nach seiner aktiven Zeit tauscht er dann den Ball gegen ein Mikrofon aus. Jaros wird Journalist und arbeitet heute beim NDR in Rostock. Stellvertretender Studioleiter ist er hier. Ich kann mir keinen besseren Job vorstellen. Ich kann mir das alles selbst einteilen. Ich bin mein eigener Herr, solange bis der Beitrag dann jemandem vorgelegt wird. Ich kann alles selbst entscheiden. Ich finde das Leben unheimlich interessant, auch wenn es nur den begrenzten Bereich hat, hier Rostock, Güstrow-Bad Doberan. Hier passiert so viel, jeden Tag neue Geschichten. Es wird nie langweilig. Also es ist ja jeden Morgen so, ich komme zur Arbeit und weiß eigentlich nicht, wie der Tag wird. Und das finde ich total spannend. Aber auch ein Wiedersehen bei der Kogge gab es nach der aktiven Zeit als Fußballer. 1996 kehrt er zurück. Zuerst als Aufsichtsratsmitglied, später als stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Es war eine schöne Zeit, eine richtig klasse Zeit, eine Bundesliga-Zeit, die ja fast noch schöner war als die eigene, muss ich ehrlich sagen, als die Zeit als Leistungssportler, weil ich war plötzlich in Hamburg im Stadion und habe ein Bundesligaspiel gesehen mit Hansa Rostock. Wahnsinn. Oder ich sitze im Olympiastadion, gehöre zu Hansa Rostock und Hansa spielt gegen Bayern und wir gewinnen sogar noch. Also das hätte ich mir nie träumen lassen, dass das mal Wahrheit wird. Das waren für mich Riesenerlebnisse und dafür bin ich ehrlich gesagt heute noch dankbar. Insgesamt mehr als 400 Pflichteinsätze hat Rainer Jaros für die Kogge bestritten, dabei 185 Pflichtspieltore geschossen. Nur der Durchbruch in der Nationalmannschaft sollte nicht gelingen. Am Ende durfte er 3-mal das Trikot der DDR tragen, erzielte dabei einen Treffer.
Für die Fans in Rostock war er trotzdem der Liebling, weil halt keiner so oft traf wie er. Zum Ende stellt sich aber natürlich noch eine Frage. Gibt es möglicherweise nochmal ein Comeback bei Hansa? Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber der Spruch, den Sie abgelassen haben, ich sage niemals nie. Okay, und wie versprochen nun beim Kochen mit 3-Sterne-Koch, Michelin-Sterne-Koch, Carsten Loll und Tobias Jenicke, der eine Koch-Kombo gehabt hat. Tobi, ist leider ein bisschen auseinandergegangen, die Koch-Kombo, oder? Ja, 2 Spieler mussten uns leider verlassen und wir sind auf der Suche nach Ersatz. Auch gestaltet sich schwierig, aber wir gucken. Carsten, was werden wir heute hier kochen? Natürlich sportlich, so wie es sein soll, und natürlich saisonal. Wir haben heute super leckere Steinpilze da. Steinpilze schön ein bisschen angebraten, mit ein bisschen Rosé abgelöscht. Dazu die Pasta. Ich denke mal, Sportler und Pasta passt immer. Aber heute mal eine andere Kombination. Vielleicht ein bisschen Sahne, kann auch nicht mal nicht schaden. Vorweg haben wir gesagt, eine schöne kalte Gazpacho. Heute ist ja wieder schönes Wetter draußen, wie immer hier in Mecklenburg. Und da eine kalte andalusische Gemüsesuppe passt eigentlich immer. Sag einfach, was wir tun sollen. Nee, erstmal dachte ich, ich setze mich zur Ruhe, aber ihr kocht alleine und ich schaue nur von Weitem zu. Aber ich glaube, es wird nicht ganz klappen. So, da werden wir heute anfangen mit den Steinpilzen, putzen, schneiden. Wir haben den Tofu, wir wollen ja wie gesagt eiweißreich kochen. Der Tofu müsste dann in schöne Würfel geschnitten werden. Die Herausforderung dabei ist, gleichmäßig zu arbeiten. Ich weiß, klingt einfach, ist es aber gar nicht so. Das ist ein Klacks. Das machen wir doch. Los, Tobi, nimmst du auch ein Messer? Das ist ein totaler Klacks. Genau. Willst du den Dreck wegmachen? Ich mach den Dreck weg. Sonst in der Woche, von was ernährst du dich da? Ja, also selber hinterm Herd oder Mikrowelle? Mal so. Es kommt auch mal darauf an, was wir beim Training machen, wie denn die Motivation noch ist und ja, worauf man auch einfach Appetit hat. Als wir bei euch mal in der Kabine waren, haben wir festgestellt, erschreckenderweise, dass ihr eine Küche drin habt. Ja. Was hat eine Küche in der Kabine zu suchen? Ich weiß nicht, da stehen ja auch Kaffeemaschine, nochmal ein bisschen Obst da, Getränke, aber gekocht wurde jetzt zu meiner Zeit noch nicht. Also von der Deko, sagst du? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht wird sie ja auch mal nochmal zum Einsatz kommen. Bin gespannt. Ich hätte gedacht, Peter Vollmann, der schmeißt ja mal die Töpfe an dort. Ja, Miraculix. Genau. Wie ist es damals zu eurer Koch-Kombo überhaupt gekommen? Ja, die Tatsache, dass wir nicht mehr ins Hotel gefahren sind vorm Spiel, mussten wir uns einfach Gedanken machen, wie man sich denn vernünftig vorm Spiel ernährt. Dazu gehört ja halt der Abend vorher. Und ja, sind wir eigentlich recht schnell auf die Idee gekommen, dass wir dann uns zusammensetzen und mal hier, mal da kochen. Dass das sich dann so ausweitet und so solche Wellen schlägt, haben wir natürlich nicht mitgerechnet, aber scheint ja ganz gut angekommen zu sein. So alt bist du noch nicht, ne? Aber sportlich hast du schon alle Höhen und Tiefen mit, ne? Ja, ich habe es schon letztes Jahr gesagt, dass aufgestiegen, abgestiegen, Landespokal geholt. Viel mehr kann nicht mehr kommen. Kannst du eigentlich die Karriere beenden, ne? Nur noch Titel, ja. Mit 22 kann nicht jeder von sich behaupten. Sieht das eigentlich mit den Pilzen jetzt richtig aus, oder? Passt alles. Ich passe das auch weiter, das ist alles in Ordnung. Wir sehen gerade, passt das auch schon fertig. Ich habe gehört, im Abenteuerurlaub musstet ihr, den ihr jetzt gehabt habt, im Sommer auch wieder gemeinsam kochen, oder? Ja, beim Kochen ist ja ähnlich wie auf dem Platz. Da gibt es Aufgabenteilung. Jeder macht das, was er so ein bisschen kann. Der eine verteidigt auf dem Platz gut. Der kann dann vielleicht die Kartoffeln schälen oder sowas. Und wie gesagt, das ist Arbeiterfolg sozusagen. Ja, das ist teambildende Maßnahme. Wer war Arbeiterfolg beim Abenteuercamp? Wer durfte nur Kartoffeln schälen? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das waren schon die Grobmotorik aus der Abwehr. So, das haben wir in eine Pfanne genommen mit ein bisschen Rapsöl. Das Öl schon ein bisschen gewürzt mit Salz, Pfeffer. Und jetzt werden wir in das heiße Öl die Pilze hineintun, damit die schön kross gebraten werden. Weil damit das Aroma richtig schön entwickelt. Auch schon mal Pilze gesammelt, Tobi? Ja, früher. Klar. Also diesem Rentnersport angepasst? Ja, Neubrandenburg ist ja umgeben von ein paar Wäldern und dann geht man schon mit den Eltern los und sammelt auch mal Pilze, wenn es zum Armut sowas geben soll. Richtig, sportlich gekommen bist du eigentlich aus Neubrandenburg, nicht gleich in der Hansa-Jugend von Anfang an gewesen, ne? Ich bin dann mit 13 ins Internat gegangen und habe halt vorher die Mannschaften in Neubrandenburg durchlaufen. Und wie kam der Sprung nach Rostock dann zustande? Ja, es gab dann nachher so eine Phase mit vielen Turnieren, gerade in der Halle. Und irgendwann hat sich dann Hansa bei mir gemeldet und noch ein, zwei andere Vereine. Und da ging es eigentlich recht schnell, hat man sich getroffen, hat die Interessen ausgetauscht. Und dann ging das eigentlich schnell über die Bühne, dass ich dann hier im Internat gelandet bin. Guter Entschluss. Denke ich auch.
Was haben Sie denn wie einen Eindruck von Tobias Jenicke oder vom Fußballspieler? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin leider nicht der Fußballfreak wie vielleicht manche andere Deutsche. Ich muss aber sagen, Hansa ist mir sympathischer geworden. Nachdem sie abgestiegen sind und wieder aufgestiegen, hat man in Rostock gemerkt, dass sie wieder auf einer Ebene sind, also Augenhöhe sind. Und dass die Leute viel mehr sich mit Hansa identifizieren und sagen, hey, das ist eine Mannschaft von uns. Und das höre ich sehr oft und auch sehr gerne, weil das finde ich gut. So, schön kross angebraten, das schöne Pilzaroma raus, einmal wenn man riecht, so richtig Steinpilze, genial. Tobi, hat es wirklich gut gerochen? Ja, so leider gibt es auch kein Geruchsfernsehen. So, ich muss einmal ganz kurz eingreifen, schnell mal. Ja, das kann ich auch nicht. Ne? Ja, gerade deswegen müsstest du es machen. Wieder schwenken und jetzt, wir sagen, wir kochen nicht für Kinder. Ein ganz kleinen Schluck Rosé. So. Und das einfach jetzt so köcheln lassen, 10 Minütchen, und dann ist das nachher perfekt. Jetzt haben wir gesagt, wir brauchen noch den Tofu. Das ich machen muss. Meinst du, kann das schwenken oder was? Nee. Achso. Ja, aber das ist wie beim Fußball. Ich mache das seit 15 Jahren jetzt. Und wir gucken auch nicht hin. Wir können das auch blind machen, wie Sie wahrscheinlich Tor schießen können. Blind, nee, das kann ich nicht. Hat man ja auch gesehen wieder. Wann hat man das gesehen? Ja, gegen Bochum. So. Bitte schön einmal versuchen in gleichmäßige, schöne Würfel, also nicht so bitte, sondern gleich. Einmal kurz vorzeigen. Gerne. Erstmal natürlich in gleichmäßige Scheiben schneiden und dann gucken, dass man gleichmäßige, ne, und dann kann man wunderbar Würfel schneiden. Alles klar. Kein Thema. Gut, und während Tobi sich jetzt hier die Hände abhacken wird, schauen wir kurz in den nächsten Beitrag und sind dann gleich wieder zurück. Für mich gibt es nur einen Verein. Hansa Rostock. Ich werde nie vergessen, als ich das erste Mal Balljunge war. Gernot Alms, Axel Schulz, Rainer Jaros, ja und Juri. Gemeinsam Stück für Stück der ersten Liga entgegen. Das ist der Slogan für die Hansa-Fananleihe, mit der jeder Anhänger der Kogge nun die Möglichkeit bekommt, seinen Verein zu unterstützen. Alle Fans und Sympathisanten, Clubmitglieder und Sponsoren können mit finanziellen Beträgen dem Club dabei helfen, seine Ziele zu verwirklichen. Das eingenommene Geld soll zur Qualitätssteigerung der Mannschaft eingesetzt werden, die dies dann mit guten Leistungen auf dem Platz zurückzahlt. Aber auch der Unterstützer selbst soll davon profitieren. So wird das eingesetzte Geld jährlich mit 5% verzinst, mit einer Laufzeit von 6 Jahren. Hinzu kommen 2% für jede Spielzeit in der ersten Liga. Also, wenn das keine guten Gründe sind. Mehr Informationen unter www.hansa-fananleihe.de. Millionen Menschen im Web lieben es jetzt schon. Das neue Fernsehen für Deutschland aus Rostock. Erleben Sie das Sommerkino-Highlight im Internet. Future TV präsentiert exklusiv die neue Staffel der beliebtesten Schrottplatzbrüder der Welt, die Ludolfs. Das auf jeder Party. Du bist bei ab 15. August im Netz. Jederzeit abrufbar, wann und wo Sie wollen. Future TV, das neue Fernsehen. Ja, super. Ja, ne? Gut, ne? Bisschen warm werden lassen, damit. Wie ist das eigentlich zwischen den Trainingseinheiten? Ist du da noch Mittag oder? Ja, wir kriegen im Stadion. Wenn wir zweimal trainieren, essen wir oben im Stadion. Und, mit schwerem Magen geht dann trotzdem noch zum Waldlauf, oder? Ja, da wird ja auch drauf geachtet. W-Holz zaubert dann da mal ein kleines Mittagsbuffet für uns hin und hat auch Nudeln, Reis, Kartoffeln. Gibt es da so einen festen Speiseplan für euch? Also gerade vor den Spielen, sag ich mal, ein, zwei Tage vor den Spielen?
müsst ihr da auf irgendwas achten? Oder? Nee, das ist, wie gesagt, dadurch, dass man nicht mehr ins Hotel fährt, ist das halt jedem selbst überlassen. Aber wir sind ja alle alt genug, um einzuschätzen zu können, ja, was ich da essen kann und was nicht. Und letztendlich landet man fast immer bei Nudeln oder sowas. Müsst ihr eigentlich kontrollmäßig auf die Waage während der Saison öfter mal, oder? Ja, also einmal die Woche auf jeden Fall. Ach so? Ja. Und wie groß darf da der Toleranzspielraum sein bei dir? Was ist dein Gewicht außerdem? Ja, ich bewege mich so bei 74, 75 Kilo. Sieht man dir gar nicht an. Dankeschön. Ja, ich denke, wichtig ist, dass man halt keine sprunghaften Gewichtsveränderungen hat, so von heute auf morgen. Und das ist bei den meisten eigentlich auch nicht der Fall. Ich habe von Peter Vollmann mal gehört, er hat noch nie so einen schnellen Spieler wie Tobias Jenicke gehabt. Was läufst du die 100 Meter? Ja, weiß ich nicht. Wir hatten früher im Nachwuchs hatte ich halt selbstständig immer Sprinttraining beim Leichtathletikverband. Einmal die Woche. Im Nachwuchs läuft man öfter mal auf Zeit. Das haben wir jetzt lange nicht mehr gemacht. Von daher weiß ich leider nicht, wie schnell ich auf 30, 60 und 100 bin. Oh, wenn ich es wüsste, würde ich es glaube ich sagen. Ich denke, ich bewege mich so zwischen 11 und 12 Sekunden. Denke ich. Ach, das dazwischen, nicht unter 11. Vielleicht auch unter 11. Bei Hansa sollten mal früher Spieler gewesen sein, die unter 11 gelaufen sind, so 10, 9, 10. Ja, es ist auch möglich. Kommst du vielleicht auch ran? Weil sie, wie gesagt, lange nicht gelaufen und würde es auch gerne mal wissen, klar. So, mal ganz kurz. Ja, klar. Und heißt aber, schönes Auge ist ja auch mit. Ne? Das wird mir wichtig, dass ein bisschen Shishi dabei ist. Ja, gut gemacht, ne? Hervorragend. Ja. Also. Wunderbar. Machen wir noch schnell einen zweiten Teller ruhig voll. Schaffen wir das? Oder? Ja, ne? Kann das bitte machen, wenn Sie möchten. Bitte schön, ist alles noch da. Ja, hier, Tobi. Mach mal schick. Also bei uns war immer René Lange für das Ambiente und für das Optische verantwortlich. Und du müsst ja einiges gelernt haben. Also habt ihr da wirklich auf alles Wert gelegt? Ja, also für Essen oder Ambiente? Ja, das also war nicht nur einfach nur Kochen oder so. Das war schon, vom obersten Regal würde ich jetzt nicht sagen. Aber ja, wir haben schon darauf geachtet, dass es auch so, dass man sich wohlfühlt. Und einen kleinen Nachtisch gab es auch immer. Finde ich auch klasse, weil ich sag mal, der Deutsche hat eh zu wenig Zeit. Oder nimmt sich wenig Zeit dafür. Deswegen finde ich schön, wenn man wirklich sagt, komm, lass uns mal runterkommen, lass uns einmal was anderes machen. Bin ich der Einzige, der das alles anders macht? Also bei mir wird der Teller genommen und vorm Fernseher und dann geht los. 75% der Deutschen auch so, 75% bestimmt. Ich bin so eingestellt. Man ist ja auch klar, man hat ja meist viel zu tun, hat wenig Zeit und will damit wenig Zeit verbringen und verschwenden, wie auch immer. Aber es ist ein Bedürfnis, genießen eine Kunst, das ist unsere Aussage. Also muss man mal gucken, ob man vielleicht einfach mal irgendwann mal, so wie die Jungs vorm Spiel runterkommen, halt mit kochen. Einige machen vielleicht Yoga. Machst du Yoga, Tobi? Ich mach kein Yoga. Noch nie probiert? Auch noch nie probiert. Was macht Tobias Jenicke denn in seiner Freizeit? Das ist sehr stark. In seiner Freizeit? Gassi gehen. Wer mit wem? Alleine oder was? Der Hund mit mir. Ach so. Was hast du für einen? Ein Shih Tzu. Was immer das ist? Einen. Ja, in manchen Ländern wird er gegessen. Ist eher was für die Couch. Ansonsten das Wetter genießen, wenn es passt. Wie alt ist bisschen der? Spannend. Ja, ist jetzt ein paar Wochen erst alt. Also Achso, hast du frisch geholt? Frisch geholt, ja. Und ist noch nicht gewachsen? Also kam gleich ist nicht gewachsen, macht auch noch in die Wohnung. Und, du hast deinen Spaß. Ich muss noch erziehen. Achso, mit der Hand, genau. Okay, für Sie gibt es jetzt ein kurzes Gewinnspiel und danach probieren wir mal das, was wir hier so gekocht haben. Ne? Siebenbein, da ist er drin! 2-2. Und in der Mitte, Peter Schürmer, völlig frei, klasse Kopfball zum 2-1 Endstand. Jenicke, 4-0. Nie mehr dritte Liga, nach dem Schlusspfiff in München brechen im Stadion an der Grünwalder Straße alle Dämme. Der Urlaub ist vorbei und die Kogge ist zurück. Siebenbein. Erleben Sie nochmals die Tore, Triumphe und Emotionen der Saison 2010-2011. Die Hansa Rostock Aufstiegs-DVD. Und exklusiv für die Zuschauer von Auf Kurs verlosen wir 2 Exemplare. Schreiben Sie hierfür eine E-Mail an gewinnspiel@juni-media.com. Trotzdem unglaublich, oder? Ey, das geht gar nicht, echt. Okay, und zur Geschmacksprobe wieder hier. Danke an 3-Sterne-Michelin-Koch Carsten Loll. Wir werden mal probieren und unsere ehrliche Meinung dazu geben.
So, Tobi, dann sag was dazu. Guten Hunger. Genau. Schmeckt. Doch, kann man essen. Definitiv. Das ist ein Riesenlob immer am Koch.